Es gibt eine tiefgründige Wahrheit, die nur wenige Menschen wirklich verstehen. Dein Leben besteht nicht aus zufälligen Begebenheiten, sondern folgt einem wohlüberlegten Plan. Dr. Joe Dispenza, ein führender Experte in Neurowissenschaften und persönlicher Entwicklung, betont, dass jeder Mensch mit einer einzigartigen Bestimmung auf die Welt kommt, die tief in seiner Existenz verwurzelt ist. Dieses Video taucht in diese Erkenntnis ein und zeigt dir, dass du mehr bist als nur ein Zuschauer in deinem eigenen Leben. Dispenza erklärt, dass jedes Detail dessen, wer du bist, deine Gene, deine Persönlichkeit, deine Erfahrungen, bewusst als Teil eines göttlichen Plans geschaffen wurde. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist aus einem bestimmten Grund hier und dieser Grund ist größer, als du es dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Dieses Video wird dich auf eine Reise mitnehmen, um diesen Grund zu entdecken und dir dabei helfen zu verstehen, welches wahre Potenzial in dir steckt. Dr. Joe Dispenza zeigt, dass dieser göttliche Plan nicht mit klaren Anweisungen kommt. Es ist eine Entdeckungsreise, bei der du lernen musst, die Zeichen zu deuten und das größere Bild zu erkennen. Durch seine Lehren wirst du verstehen, wie du dich mit diesem höheren Zweck verbinden kannst, indem du bewusst Schritte unternimmst, um das Leben zu führen, das dir wirklich bestimmt ist. Bleib dran, während wir erkunden, wie das Entdecken dieses tieferen Wissens dein Leben verändern kann. Am Ende dieses Videos wirst du ein neues Gefühl von Zweck und die Werkzeuge haben, die du brauchst, um im Einklang mit deinem höchsten Potenzial zu leben. Dies ist mehr als nur ein weiterer Ratgeber. Es ist der Schlüssel zu dem außergewöhnlichen Leben, das dir bestimmt ist. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Stell dir das Leben wie eine Schatzkarte vor und du bist der Entdecker, der damit beauftragt ist, seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Du musst Einsatz zeigen, offen bleiben und dem Prozess vertrauen. Und lass dir eines gesagt sein, genau dort liegt die Magie. Sobald du dich mit einem höheren Zweck verbindest und auf die Frequenz des Göttlichen einstimmst, beginnen sich erstaunliche Dinge zu entfalten. Türen, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie existieren, öffnen sich. Chancen entstehen, die zu gut scheinen, um wahr zu sein. Plötzlich befindest du dich auf einem Weg, der sowohl herausfordernd als auch absolut richtig ist. Doch hier ist die große Frage: Wie kannst du diesen göttlichen Plan erkennen? Wie kannst du beginnen, im Einklang mit deinem höheren Ziel zu leben? Genau darüber sprechen wir heute. Und ich versichere dir, es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht klingt. Zuerst musst du glauben. Glaube daran, dass es einen Plan für dich gibt. Glaube daran, dass du Größe verdienst. Glaube daran, dass das Universum auf deiner Seite ist. Es geht nicht nur um positives Denken, es geht darum, deine gesamte Sicht auf das Leben zu verändern. Wenn du wirklich daran glaubst, dass du Teil von etwas Größerem bist und eine einzigartige Rolle hast, verändert das alles. Ich rede nicht davon, sich zurückzulehnen und auf Wunder zu warten, ganz im Gegenteil. Es geht darum, inspiriert zu handeln. Es geht darum, auf diese innere Stimme zu hören, auf das Bauchgefühl, das dich in bestimmte Richtungen zieht. Es geht darum, die Zeichen und Synchronizitäten zu beachten, die in deinem Leben auftauchen. Gott spricht selten durch brennende Büsche oder donnernde Stimmen vom Himmel. Er spricht leise und subtil, in jenen Momenten der Klarheit, die kommen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und wenn du anfängst, auf diese Botschaften zu hören und auf sie zu reagieren, dann beginnst du, dich mit deinem göttlichen Zweck zu verbinden. Aber hier ist der Knackpunkt.
Es braucht Übung. Es braucht Hingabe. Es braucht die Bereitschaft, aus deiner Komfortzone herauszutreten und das Unbekannte zu erkunden. Denn machen wir uns nichts vor, einem göttlichen Plan zu folgen, ist nicht immer einfach. Es führt uns oft auf Wege, die wir selbst nie gewählt hätten. Es fordert uns heraus, dehnt uns aus und zwingt uns auf eine Weise zu wachsen, die wir uns nie vorgestellt hätten. Genau darum geht es. Gottes Plan für dich ist nicht, dein Leben bequem und einfach zu machen. Es geht darum, dein Leben außergewöhnlich zu machen. Es geht darum, dir zu helfen, die beste Version deiner selbst zu werden und dein höchstes Potenzial zu entfalten. Und genau dort liegt die wahre Erfüllung. Denk jetzt einmal an eine Zeit in deinem Leben, in der alles perfekt zusammenpasste. Vielleicht war es der Moment, in dem du deinen Traumjob gefunden hast, deinen Seelenverwandten getroffen hast oder ein scheinbar unüberwindbares Hindernis überwunden hast. Erinnerst du dich, wie sich das angefühlt hat? Dieses Gefühl, genau da zu sein, wo du sein solltest? So fühlt es sich an, wenn man im Einklang mit seinem göttlichen Zweck ist. Aber hier ist das Schöne. Diese Momente müssen keine seltenen Gelegenheiten bleiben. Sie können zu deiner täglichen Realität werden. Wenn du anfängst, im Einklang mit Gottes Plan für dich zu leben, bekommt das Leben eine ganz neue Bedeutung. Plötzlich wird selbst das Alltägliche bedeutsam. Selbst Herausforderungen werden zu Chancen für Wachstum und Transformation. Wie machen wir das also? Wie beginnen wir, im Einklang mit unserem göttlichen Zweck zu leben? Nun, es beginnt mit Bewusstsein. Es beginnt damit, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Es geht darum, präsent zu sein, aufmerksam zu sein, offen für die Botschaften, die ständig auf dich zukommen. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten, um deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Nenn es Meditation, nenn es Gebet, nenn es, wie du möchtest. Wichtig ist, Raum für Stille in deinem Leben zu schaffen. Denn in diesen ruhigen Momenten können wir das Flüstern des Göttlichen hören. Während du das tust, beginne die Muster in deinem Leben zu erkennen. Achte auf die Dinge, die dich begeistern, die dich lebendig und voller Energie fühlen lassen. Das sind Hinweise auf deinen Zweck. Gleichzeitig achte auf die Dinge, die dich erschöpfen, die sich wie ein Kampf anfühlen. Das könnten Anzeichen dafür sein, dass du vom Kurs abkommst. Jetzt kommt der wirklich spannende Teil. Wenn du anfängst, auf diese Signale zu achten und den Spuren deines göttlichen Zwecks zu folgen, wirst du etwas Erstaunliches bemerken. Dein Leben wird auf eine Weise ins Fließen kommen, wie es das noch nie zuvor getan hat. Du wirst dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort wiederfinden, die richtigen Menschen treffen und die passenden Gelegenheiten wahrnehmen. Aber denke daran, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass alles immer reibungslos verläuft. Tatsächlich führt das Folgen deines göttlichen Zwecks manchmal direkt in stürmische Gewässer. Aber hier ist der Punkt. Diese Stürme gehören auch zum Plan. Sie sind dazu da, dich zu stärken, dich zu lehren und dich auf die nächste Phase deiner Reise vorzubereiten. Lass dich also nicht entmutigen, wenn es schwierig wird. Gib nicht auf, wenn du auf Hindernisse stößt. Begrüße sie stattdessen als Teil des Prozesses. Betrachte dies. Herausforderungen bestätigen oft, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es scheint, dass die größten Hindernisse genau dann auftauchen, wenn wir kurz vor unseren größten Durchbrüchen stehen. Lassen wir uns kurz über Angst reden. Denn wenn es etwas gibt, das uns davon abhält, unseren göttlichen Zweck zu leben, dann ist es Angst. Die Angst zu scheitern. Die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Aber hier ist die Wahrheit. Angst ist nichts weiter als ein Trugbild, das real wirkt. Es ist eine Illusion, ein Trick des Geistes, der uns klein und sicher halten will. Aber du bist nicht hier, um klein und sicher zu sein. Du bist hier, um mutig zu sein, um tapfer zu sein, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wenn Angst auftaucht, und das wird sie, erkenne sie als das, was sie ist. Bedanke dich bei ihr dafür, dass sie versucht, dich zu schützen, und dann lass sie sanft los. Wähle Vertrauen statt Angst. Wähle Zuversicht statt Zweifel. Vertraue dem Plan, auch wenn du das ganze Bild noch nicht sehen kannst. Und nun zum großen Ganzen, lass uns über Geduld sprechen. Im Einklang mit deinem göttlichen Zweck zu leben, ist nichts, was über Nacht passiert. Es ist eine Reise, ein langsames Entfalten. Stell es dir wie eine Blume vor, die erblüht. Du kannst es nicht erzwingen, schneller zu gehen, aber du kannst die richtigen Bedingungen für ihr Wachstum schaffen. Sei also geduldig mit dir selbst. Sei geduldig mit dem Prozess und vertraue darauf, dass alles im perfekten göttlichen Timing geschieht.
Deine Aufgabe ist es nicht, das Ergebnis zu kontrollieren, sondern jeden Tag voll präsent zu sein, dein Bestes zu geben und weiterhin inspirierte Schritte zu unternehmen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den du über Gottes Plan für dich verstehen musst. Es geht nicht nur um dich. Dein Zweck ist immer Teil von etwas Größerem. Es geht darum, wie du anderen dienen kannst, wie du einen positiven Einfluss auf die Welt um dich herum ausüben kannst. Während du also deinen Zweck suchst, frage dich, wie kann ich meine Gaben nutzen, um anderen zu helfen? Wie kann ich mehr Licht in die Welt bringen? Wie kann ich einen Unterschied machen, auch in kleinen Dingen? Oft finden wir unseren größten Sinn und unsere Erfüllung darin, anderen zu dienen. Und hier ist das Schöne daran. Wenn du beginnst, so zu leben, wenn du dich mit deinem göttlichen Zweck verbindest und anderen dienst, wirst du zu einem Leuchtturm des Lichts. Du inspirierst andere, dasselbe zu tun und schaffst eine Welle von Positivität und Sinnhaftigkeit, die weit über deinen unmittelbaren Kreis hinausreicht. Lass uns nun über die Kraft deiner Gedanken sprechen, denn hier ist die Sache, deine Gedanken formen deine Realität. Worauf du dich konzentrierst, das wächst. Wenn du also mit deinem göttlichen Zweck in Einklang kommen willst, musst du anfangen, anders zu denken. Du musst anfangen, dich selbst als das mächtige, zielgerichtete Wesen zu sehen, das du wirklich bist. Es geht nicht um oberflächliches, positives Denken. Es geht darum, deine grundlegenden Überzeugungen über dich selbst und deinen Platz in der Welt zu verändern. Es geht darum, anzuerkennen, dass du ein Mitschöpfer mit dem Göttlichen bist, dass du die Macht hast, deine Realität durch deine Gedanken und Überzeugungen zu gestalten. Achte auf dein Selbstgespräch. Beachte die Geschichten, die du dir selbst über das erzählst, wer du bist und wozu du fähig bist. Sind diese Geschichten im Einklang mit deinem göttlichen Zweck oder halten sie dich zurück? Wenn letzteres der Fall ist, dann ist es Zeit, diese Geschichten umzuschreiben. Ersetze "Ich kann nicht" durch "Ich kann". Ersetze "Ich bin nicht gut genug" durch "Ich bin mehr als genug". Ersetze "Es ist zu schwer" durch "Ich finde einen Weg". Diese Veränderungen mögen klein erscheinen, aber sie haben die Macht, dein Leben komplett zu verändern. Wenn du deine Gedanken änderst, wirst du auch bemerken, dass sich deine Emotionen ändern. Du wirst anfangen, dich positiver, hoffnungsvoller und begeisterter über das Leben zu fühlen. Und diese positiven Emotionen, sie sind wie Treibstoff für deine Reise. Sie geben dir die Energie und Motivation, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig wird. Nun, lass uns über die Bedeutung von Handeln sprechen. Gedanken und Überzeugungen sind mächtig, aber sie allein reichen nicht aus. Du musst sie mit inspiriertem Handeln verbinden. Du musst losgehen und etwas mit der Führung anfangen, die du erhältst. Das könnte bedeuten, einen Sprung ins Ungewisse zu wagen, deine Komfortzone zu verlassen oder etwas zu tun, das dich ein wenig oder sogar sehr erschreckt. Aber erinnere dich, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst. Es bedeutet Handeln trotz Angst. Jedes Mal, wenn du einen mutigen Schritt in Richtung deiner Träume machst, kommst du deinem göttlichen Zweck näher. Doch hier ist der Schlüssel. Stelle sicher, dass deine Handlungen inspirierte Handlungen sind. Tue nicht einfach Dinge um ihrer selbst willen. Höre auf deine Intuition, folge deinem Herzen und unternehme Schritte, die sich richtig anfühlen, selbst wenn sie in dem Moment keinen logischen Sinn ergeben. Denn wenn du deinem göttlichen Zweck folgst, tritt die Logik oft hinter die Intuition und Inspiration zurück. Abschließend lass uns über die Kraft der Dankbarkeit sprechen. Wenn du mit deinem göttlichen Zweck in Einklang kommen möchtest, wenn du den Fluss von Fülle und Segnungen in deinem Leben anzapfen möchtest, dann ist Dankbarkeit absolut entscheidend. Sie ist wie ein Magnet für Wunder. Beginne jeden Tag damit, deine Segnungen zu zählen, schätze das, was du bereits hast, und du wirst beginnen, noch mehr von den guten Dingen in dein Leben zu ziehen. Beginne und beende jeden Tag mit Dankbarkeit. Denke darüber nach, wofür du dankbar bist, nicht nur für die großen Dinge, sondern auch für die kleinen Dinge. Die morgendliche Tasse Kaffee, ein Lächeln von einem Fremden, sogar die Herausforderungen, die dir helfen zu wachsen. Wenn du diese Haltung der Dankbarkeit entwickelst, passiert etwas Erstaunliches. Du fängst an, immer mehr Dinge zu sehen, für die du dankbar sein kannst. Du beginnst, die versteckten Segnungen zu erkennen. Du lernst, die Reise zu schätzen, nicht nur das Ziel. Und diese Dankbarkeit? Sie öffnet dich für noch mehr Segnungen. Sie bringt dich in einen Zustand der Empfänglichkeit, in dem du offen für die Führung und die Möglichkeiten bist, die dir ständig auf deinem Weg begegnen.
Sie bringt dich immer mehr in Einklang mit deinem göttlichen Zweck. Nun, lass uns über die Kraft der Visualisierung sprechen. Wenn du deinen göttlichen Zweck leben willst, musst du ihn sehen können. Du musst ihn dir so lebhaft vorstellen, dass er real wirkt. Das ist nicht nur Tagträumerei, es ist ein mächtiges Werkzeug, um deine Ziele zu manifestieren. Nimm dir jeden Tag Zeit, um dir vorzustellen, wie du deinen Zweck lebst. Sieh dich selbst, wie du einen Unterschied in der Welt machst. Spüre die Freude und Erfüllung, die daraus entsteht, im Einklang mit deinem göttlichen Plan zu leben. Mach es in deinem geistigen Auge so real und lebendig wie möglich. Wenn du das konsequent tust, programmierst du dein Gehirn tatsächlich um. Du schaffst neue neuronale Verbindungen, die deine Vision unterstützen und dein Unterbewusstsein mit deinen bewussten Wünschen in Einklang bringen. Und diese Ausrichtung? Sie ist unermesslich kraftvoll. Aber denk daran, Visualisierung geht nicht darum, das Ergebnis zu kontrollieren. Es geht darum, eine Absicht zu setzen, deine Energie mit deinem göttlichen Zweck in Einklang zu bringen. Die Details, wie sich alles entfaltet, die überlässt du dem Göttlichen. Deine Aufgabe ist es, offen zu bleiben, flexibel zu sein und dem Prozess zu vertrauen. Lass uns auch über die Bedeutung von Gemeinschaft sprechen. Auch wenn dein göttlicher Zweck einzigartig für dich ist, sollst du diesen Weg nicht allein gehen. Du brauchst Unterstützung, Ermutigung und Inspiration von anderen, die sich auf einer ähnlichen Reise befinden. Umgib dich mit Menschen, die an dich glauben, die dich aufbauen, die dich herausfordern, dein bestes Selbst zu sein. Suche nach Mentoren und Lehrern, die dich auf deinem Weg führen können. Schließe dich Gemeinschaften von Gleichgesinnten an, die ebenfalls danach streben, ihren göttlichen Zweck zu leben. Und während du Unterstützung erhältst, vergiss nicht, sie auch zu geben. Teile deine Einsichten, deine Erfahrungen, deine Ermutigungen mit anderen. Oft wird unser eigener Weg klarer, wenn wir anderen helfen, ihren zu finden. Nun, lass uns über die Kraft der Beharrlichkeit sprechen. Deinen göttlichen Zweck zu leben, ist nicht immer einfach. Es wird Rückschläge geben, Zeiten, in denen du dich verloren oder verwirrt fühlst, Momente, in denen du dich fragst, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Aber hier ist die Sache. Diese Herausforderungen sind Teil der Reise. Sie sind Gelegenheiten für Wachstum, für Lernen, für die Vertiefung deines Glaubens. Gib auch nicht auf, wenn es schwierig wird. Verlier nicht den Mut, wenn du auf Hindernisse stößt. Sieh diese Herausforderungen stattdessen als Bestätigung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denke daran, dass Diamanten unter Druck entstehen, Gold im Feuer geläutert wird und dein göttlicher Zweck durch die Herausforderungen, denen du begegnest, offenbart und gestärkt wird. Sei also beharrlich. Mach weiter. Vertraue dem Prozess. Denn jenseits deiner größten Herausforderungen liegt dein größtes Wachstum. Und wenn wir schon von Wachstum sprechen, lass uns über die Bedeutung von kontinuierlichem Lernen und Selbstverbesserung sprechen. Deinen göttlichen Zweck zu leben, ist kein Ziel. Es ist eine Reise des ständigen Wachstums und der Weiterentwicklung. Es gibt immer mehr zu lernen, immer Möglichkeiten, sich zu verbessern, immer neue Höhen, die es zu erreichen gilt. Sei also ein lebenslanger Lerner. Lies Bücher, die dich inspirieren und deinen Geist erweitern. Besuche Workshops und Seminare, die dir helfen zu wachsen. Suche nach neuen Erfahrungen, die dich herausfordern und deine Perspektive erweitern. Denn je mehr du als Person wächst, desto vollständiger kannst du in deinen göttlichen Zweck eintreten. Nun, lass uns über die Kraft der Vergebung sprechen. Wenn du dich vollständig mit deinem göttlichen Zweck in Einklang bringen möchtest, musst du die Vergangenheit loslassen. Du musst alte Verletzungen, alte Grolls, alte einschränkende Überzeugungen loslassen. Du musst anderen vergeben. Und vielleicht am wichtigsten, du musst dir selbst vergeben. Vergebung bedeutet nicht, das Geschehene gut zu heißen. Es bedeutet nicht, zu vergessen. Es bedeutet einfach, die emotionale Last loszulassen, den Groll, der dich zurückhält, abzugeben. Denn wenn du Wut und Bitterkeit mit dir herumträgst, bleibt kein Raum für die Schönheit deines göttlichen Zwecks, sich zu entfalten. Übe also Vergebung. Mach es zu einer täglichen Gewohnheit. Vergib die kleinen Dinge und die großen Dinge. Vergib dir selbst für deine Fehler und Unzulänglichkeiten. Wenn du das tust, wirst du spüren, wie eine Last von deinen Schultern abfällt. Du wirst dich freier, leichter und mehr im Einklang mit deinem wahren Zweck fühlen. Da wir gerade über Ausrichtung sprechen, lass uns über die Bedeutung von Selbstfürsorge reden. Wenn du deinen göttlichen Zweck leben willst, musst du dich um das Gefäß kümmern, das diesen Zweck trägt, dich selbst.
Dein Körper, Geist und deine Seele sind miteinander verbunden und alle brauchen Pflege. Mach Selbstfürsorge also zu einer Priorität. Iss nährstoffreiche Lebensmittel. Sorge für ausreichend Schlaf. Bewege deinen Körper auf eine Weise, die dir gut tut, und nimm dir Zeit für Entspannung und Erholung. Pflege dein spirituelles Leben durch Gebet, Meditation oder welche Praktiken auch immer für dich richtig sind. Denke daran, dass du nicht aus einem leeren Gefäß schöpfen kannst. Indem du dich um dich selbst kümmerst, stellst du sicher, dass du die Energie, Vitalität und Klarheit hast, um vollständig in deinen göttlichen Zweck einzutreten. Nun, lass uns über die Kraft der Worte sprechen. Die Worte, die du sprichst, haben enorme Macht. Sie können erschaffen oder zerstören, heilen oder verletzen, inspirieren oder entmutigen. Wähle also deine Worte weise. Sprich Worte des Lebens, der Hoffnung und der Ermutigung, sowohl zu dir selbst als auch zu anderen. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Träume und Ziele laut auszusprechen. Erkläre deinen göttlichen Zweck mit Zuversicht. Nutze Affirmationen, um deine positiven Überzeugungen zu stärken, denn wenn du deine Worte mit deinem göttlichen Zweck in Einklang bringst, schaffst du eine kraftvolle Resonanz, die Wunder in dein Leben zieht. Apropos Wunder, lass uns über die Bedeutung sprechen, sie zu erwarten. Wenn du im Einklang mit deinem göttlichen Zweck lebst, werden Wunder zu deiner neuen Normalität. Synchronizitäten häufen sich, Türen öffnen sich auf unerwartete Weise und das Unmögliche wird möglich. Beginne also, Wunder in deinem Leben zu erwarten. Halte Ausschau nach ihnen, erwarte sie und wenn sie geschehen, und das werden sie, feiere sie. Zeige deine Dankbarkeit für sie, denn je mehr du die Wunder in deinem Leben anerkennst, desto mehr wirst du erleben. Nun lass uns über die Kraft deiner Umgebung sprechen. Wenn du deinen göttlichen Zweck leben möchtest, musst du eine Umgebung schaffen, die ihn unterstützt. Das bedeutet, dich mit Dingen zu umgeben, die dich inspirieren und an deine Ziele und Träume erinnern. Schaffe einen Raum, der erhebend und energetisierend wirkt. Fülle dein Zuhause mit Objekten, die für dich Bedeutung haben. Höre Musik, die deine Seele berührt. Verbringe Zeit in der Natur, um dich mit der göttlichen Schöpfung um dich herum zu verbinden. Deine Umgebung hat einen tiefen Einfluss auf deine Gedanken, Emotionen und Handlungen. Apropos Handlungen, lass uns über die Bedeutung von Beständigkeit sprechen. Deinen göttlichen Zweck zu leben bedeutet nicht, über Nacht große, dramatische Veränderungen vorzunehmen. Es geht darum, jeden Tag kleine, beständige Schritte in die richtige Richtung zu machen. Es geht darum, Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln, die dein Wachstum und deine Ausrichtung unterstützen. Konzentriere dich also auf Beständigkeit statt auf Perfektion. Tue einen Tag etwas, egal wie klein, das dich deinem göttlichen Zweck näher bringt. Vielleicht ist es ein paar Minuten Meditation, eine inspirierte Handlung oder einfach nur die Erinnerung an deinen Zweck und das erneute Engagement dafür. Denke daran, dass es nicht die Größe der Handlung ist, die zählt, sondern die Energie dahinter. Eine kleine Handlung, die mit voller Absicht und Ausrichtung unternommen wird, ist weit mächtiger als eine große Handlung, die halbherzig ausgeführt wird. Sei also beständig, sei ausdauernd und erscheine Tag für Tag für dich selbst und deinen Zweck. Nun, lass uns über die Kraft des Loslassens sprechen. Hier ist das Paradoxon des Lebens im göttlichen Zweck. Es erfordert sowohl Handeln und Anstrengung deinerseits, als auch ein tiefes Loslassen gegenüber einem höheren Plan. Es geht darum, den richtigen Ausgleich zwischen Tun und Sein, zwischen Anstrengung und Fluss zu finden. Übe also das Loslassen. Lass das Bedürfnis los, jedes Ergebnis zu kontrollieren. Vertraue darauf, dass das Universum auf deiner Seite ist. Vertraue darauf, dass Gottes Plan für dich weit größer ist als alles, was du selbst planen könntest. Das bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet, inspiriert zu handeln und dann die Anhaftung an das Ergebnis loszulassen. Wenn du loslässt, wirst du feststellen, dass du in einen Zustand des Flusses gerätst. Dinge werden mühelos geschehen. Chancen werden scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Du wirst dich immer wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort wiederfinden. So fühlt es sich an, im Einklang mit deinem göttlichen Zweck zu sein. Abschließend wollen wir über die Kraft deiner Energie sprechen. Alles ist Energie, auch du. Wenn du deinen göttlichen Zweck lebst, arbeitest du auf einer höheren Frequenz. Du schwingst auf der Ebene von Liebe, Freude und Fülle. Achte also auf deine Energie. Bemerke, wie verschiedene Gedanken, Handlungen und Umgebungen deine Schwingung beeinflussen. Wähle Aktivitäten, die deine Energie erhöhen.
Verbringe Zeit mit Menschen, die dich erheben. Tue Dinge, die dir Freude und Begeisterung bringen. Wenn du auf einer hohen Frequenz schwingst, ziehst du auf natürliche Weise mehr positive Erfahrungen und Gelegenheiten in dein Leben. Und apropos Anziehung, lass uns über das Gesetz der Anziehung sprechen. Dieses universelle Prinzip besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Worauf du dich konzentrierst, das wächst, was du glaubst, das empfängst du. Wenn du also deinen göttlichen Zweck leben willst, musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen mit diesem Zweck in Einklang bringen. Stelle dir vor, wie du deinen Zweck bereits lebst. Spüre die Emotionen der Erfüllung und Freude, als wären sie bereits Realität. Glaube tief in dir, dass du würdig und fähig bist, deinen göttlichen Zweck zu leben. Während du das tust, wirst du anfangen, die Menschen, Gelegenheiten und Ressourcen anzuziehen, die du brauchst, um das zu verwirklichen. Nun, lass uns über die Kraft deiner Einzigartigkeit sprechen. Hier ist die Sache: Dein göttlicher Zweck ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Es geht nicht darum, dich mit anderen zu vergleichen oder den Weg eines anderen nachzuahmen. Es geht darum, deine besonderen Gaben, deine Eigenheiten und deine Art, in der Welt zu sein, zu umarmen. Feiere also deine Einzigartigkeit. Nimm die Dinge an, die dich anders machen. Versuche nicht, in die Schablone eines anderen zu passen, denn genau diese einzigartigen Qualitäten sind der Schlüssel zu deinem göttlichen Zweck. Dein Zweck ist maßgeschneidert für dich, unter Berücksichtigung all deiner Stärken, Schwächen, Erfahrungen und Eigenheiten. Apropos Erfahrungen, lass uns über die Bedeutung sprechen, voll und ganz im gegenwärtigen Moment zu leben. Dein göttlicher Zweck ist kein fernes Ziel. Er entfaltet sich hier und jetzt. Jeder Moment ist eine Gelegenheit, dich mit deinem Zweck in Einklang zu bringen, einen Unterschied zu machen, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Übe also Achtsamkeit. Sei in jedem Moment voll präsent. Engagiere dich mit ganzem Herzen in allem, was du tust, sei es eine alltägliche Aufgabe oder ein aufregendes Abenteuer. Wenn du voll präsent bist, bist du offener für Führung, bewusster für Gelegenheiten und mehr im Einklang mit deinem göttlichen Zweck. Nun, lass uns über die Kraft deiner Entscheidungen sprechen. Deinen göttlichen Zweck zu leben, ist nichts, das dir einfach passiert. Es ist etwas, das du von Moment zu Moment, Tag für Tag wählst. Jede Entscheidung, die du triffst, bringt dich entweder näher an deinen Zweck oder entfernt dich weiter davon. Triff auch bewusste Entscheidungen. Bevor du handelst, frage dich: Passt das zu meinem göttlichen Zweck? Bringt mich das meinem höchsten Selbst näher? Dient das dem größeren Wohl? Je mehr Entscheidungen du im Einklang mit deinem Zweck triffst, desto mehr wirst du erleben, wie sich dein Leben auf erstaunliche Weise verändert. Apropos Transformation, lass uns über die Bedeutung sprechen, Veränderungen anzunehmen. Deinen göttlichen Zweck zu leben erfordert oft, dass du aus deiner Komfortzone heraustrittst, alte Muster und Überzeugungen loslässt und zu einer neuen Version deiner selbst wirst. Es erfordert Wachstum, und Wachstum bringt immer Veränderung mit sich. Sei also bereit, dich zu verändern. Sei bereit, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Sei bereit, die Person zu werden, die du sein musst, um deinen göttlichen Zweck voll zu leben. Denn jenseits dieser Veränderung wartet ein Leben, das deine kühnsten Träume übertrifft. Nun, lass uns über die Kraft deiner Vorstellungskraft sprechen. Dein göttlicher Zweck beginnt oft als ein Samen in deiner Vorstellungskraft. Es ist eine Vision, ein Traum, eine Idee, die dich nicht loslässt. Gib dir auch die Erlaubnis zu träumen. Lass deiner Vorstellungskraft freien Lauf. Stelle dir die großartigste Version deines Lebens und deines Zwecks vor. Und während du träumst, denke daran, dass nichts zu groß für das Göttliche ist. Die gleiche Kraft, die das Universum erschaffen hat, wirkt durch dich. Begrenze dich also nicht. Schrumpfe deine Träume nicht, um in deine aktuelle Realität zu passen. Erweitere stattdessen deinen Glauben an das, was möglich ist, um der Größe deines göttlichen Zwecks gerecht zu werden. Apropos Größe, lass uns über die Wellen sprechen, die du durch das Leben deines Zwecks erzeugst. Wenn du dich mit deinem göttlichen Zweck in Einklang bringst, veränderst du nicht nur dein eigenes Leben. Du hast das Potenzial, die Welt um dich herum zu transformieren. Dein Licht inspiriert andere, ebenfalls zu leuchten. Dein Mut gibt anderen die Erlaubnis, mutig zu sein. Deine Liebe öffnet Herzen und heilt Wunden. Denke also daran, dass dein Zweck größer ist als nur du selbst. Es geht um den Einfluss, den du haben kannst,
die Leben, die du berühren kannst, den Unterschied, den du machen kannst. Und dieser Einfluss geht oft weit über das hinaus, was du sehen oder messen kannst. Vertraue darauf, dass du durch das Leben deines Zwecks positive Wellen erzeugst, die sich weit und breit ausbreiten. Nun, lass uns über die Kraft deiner Intuition sprechen. Wenn es darum geht, deinen göttlichen Zweck zu leben, ist deine Intuition dein zuverlässigster Führer. Es ist dieses innere Wissen, dieses Bauchgefühl, dieses Flüstern deiner Seele. Es ist die Art und Weise, wie das Göttliche täglich mit dir kommuniziert. Lerne also, deiner Intuition zu vertrauen. Pflege sie, höre auf sie, handle danach, auch wenn es keinen logischen Sinn ergibt, auch wenn es gegen konventionelle Weisheiten verstößt. Deine Intuition ist eine direkte Verbindung zur göttlichen Führung und sie wird dich niemals in die Irre führen. Deinen göttlichen Zweck zu leben ist kein Teilzeitjob. Es ist nichts, was du nur tust, wenn es bequem ist oder du gerade Lust dazu hast. Es ist eine völlige Hingabe, eine Verpflichtung, deine höchste Wahrheit zu leben, egal was passiert. Triff also jetzt die Entscheidung, dich voll und ganz darauf einzulassen. Entscheide hier und jetzt, dass du bereit bist, deinen göttlichen Zweck vollständig zu leben. Sei bereit, alles zu tun, was nötig ist, um der Mensch zu werden, der du sein musst, um deine göttliche Mission in diesem Leben zu erfüllen. Wenn du dieses Versprechen abgibst, wisse, dass du nicht allein bist. Das gesamte Universum arbeitet zu deinen Gunsten. Gott ist bei jedem Schritt auf deinem Weg an deiner Seite. Du hast eine Armee von Engeln, Führern und Helfern, die dich auf deiner Reise unterstützen. Trete also mit Zuversicht vor. Umarme deinen göttlichen Zweck mit offenen Armen. Vertraue auf den Plan, auch wenn du nicht das ganze Bild sehen kannst, denn dein Zweck ruft dich. Es ist Zeit zu antworten. Es ist Zeit, in die großartigste Version deiner selbst zu treten. Es ist Zeit, das Leben zu leben, für das du göttlich bestimmt wurdest. Erinnere dich daran, dass du aus einem bestimmten Grund hier bist. Du hast eine einzigartige Rolle in diesem großen kosmischen Tanz zu spielen. Dein göttlicher Zweck wartet darauf, von dir erfüllt zu werden. Also nimm ihn an. Lebe ihn. Denn wenn du das tust, geschieht Magie. Wunder werden zur Normalität und du wirst zu einem lebendigen, atmenden Ausdruck der göttlichen Liebe in Aktion. Dies ist dein Moment. Dies ist deine Zeit. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Gaben, deinen Zweck. Also strahle hell, liebe tief, diene von ganzem Herzen. Lebe deinen göttlichen Zweck in vollem Umfang. Denn wenn du das tust, erfüllst du nicht nur dein eigenes Schicksal, du hilfst dabei, eine bessere Welt zu schaffen. Du bist mächtiger, als du dir vorstellen kannst. Du wirst göttlich geführt und geschützt. Du verdienst es, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Gehe also voran und lebe deinen göttlichen Zweck. Die Welt wartet auf dich. Deine Zeit ist jetzt. Vertraue dem Plan, vertraue dir selbst und beobachte, wie sich Wunder in deinem Leben entfalten. Dein göttlicher Zweck ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist dein Geburtsrecht. Es ist der Grund, warum du hier bist. Es ist das, was du im Kern wirklich bist. Also nimm es an, verkörpere es, werde es. Denn wenn du das tust, trittst du in die Fülle dessen ein, was du immer sein solltest. Und in diesem Moment wirst du unaufhaltsam. Atme tief durch. Fühle die Kraft deines göttlichen Zwecks, die durch deine Adern strömt. Wisse, dass du genau dort bist, wo du jetzt sein musst. Vertraue der Reise. Vertraue dem Prozess. Vertraue dem göttlichen Plan, der sich in deinem Leben entfaltet. Du hast das Zeug dazu. Du wurdest dafür gemacht. Dein göttlicher Zweck ruft. Wirst du antworten? Wirst du aufstehen? Wirst du zu der Person werden, die du immer sein solltest? Die Wahl liegt bei dir. Die Zeit ist jetzt. Dein göttlicher Zweck wartet auf dich. Gehe voran und lebe ihn in vollem Umfang, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Denn wenn du das tust, bringst du die Welt zum Leuchten. Und genau darum geht es, wenn du deinen göttlichen Zweck lebst. Da wir am Ende dieser gemeinsamen Reise angekommen sind, lass uns einen Moment innehalten, um über das nachzudenken, was wir erkundet haben. Dieses Video drehte sich darum, deinen göttlichen Zweck zu entdecken und anzunehmen, den einzigartigen Weg, den nur du gehen kannst. Wir haben über die Kraft der Hingabe gesprochen, über die Bedeutung, deine Gedanken und Handlungen mit deiner höheren Berufung in Einklang zu bringen und über den tiefen Einfluss, den du haben kannst, wenn du vollständig in das Leben eintrittst, das du leben sollst. Es ging nicht nur um erhabene Ideen oder abstrakte Konzepte,
sondern um praktische Schritte, die du jeden Tag unternehmen kannst, um ein Leben voller Zweck, Sinn und Erfüllung zu führen. Im Laufe dieses Videos haben wir wesentliche Prinzipien behandelt, wie die Kraft deiner Gedanken, die Bedeutung der Selbstfürsorge, die Notwendigkeit der Beharrlichkeit und die Rolle der Intuition. Wir haben tief beleuchtet, wie deine Umgebung, deine Entscheidungen und sogar deine Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen, entweder deine Reise, deinen göttlichen Zweck zu leben, unterstützen oder behindern können. Es geht darum, die beste Version deiner selbst zu werden, nicht nur zu deinem eigenen Vorteil, sondern um einen positiven Einfluss auf die Welt um dich herum zu haben. Wenn du in dem, was wir besprochen haben, einen Wert gefunden hast, wenn du dich inspiriert oder motiviert fühlst, deinen Zweck stärker zu leben, dann ist dies erst der Anfang. Die wahre Magie geschieht, wenn du das Gelernte in dein Leben integrierst. Jede Entscheidung, jede Handlung, die du im Einklang mit deinem göttlichen Zweck triffst, bringt dich näher an das außergewöhnliche Leben heran, das auf dich wartet. Wenn du bereit bist, tiefer in diese Reise einzutauchen, wenn du weiterhin erkunden möchtest, wie du ein Leben mit Sinn und Wirkung leben kannst, dann abonniere diesen Kanal. Durch ein Abonnement wirst du als Erster erfahren, wenn neue Videos veröffentlicht werden. Videos, die dich weiterhin auf deinem Weg begleiten und unterstützen. Vergiss nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine Aktualisierung verpasst. Wenn dieses Video bei dir Anklang gefunden hat, lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Deine Gedanken, deine Erfahrungen, deine Fragen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und dieses Gespräch fortzusetzen. Und schließlich, wenn du denkst, dass diese Botschaft jemanden, den du kennst, helfen könnte, teile dieses Video. Gemeinsam können wir eine Welle der Positivität und des Zwecks schaffen, die weit über diese Gemeinschaft hinausreicht. Danke, dass du zugesehen hast. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du dich entschieden hast, deinen göttlichen Zweck zu leben. Deine Reise hat gerade erst begonnen und ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein.